Hallo und herzlich willkommen hier aus der PLC Next Factory in Bad Pyrmont. Wir wollen euch heute mitnehmen auf einen vielleicht etwas anderen Rundgang durch unsere Produktion und euch auf dem Rundgang zeigen, wie das Thema Digitalisierung hier in unsere täglichen Tagesabläufe mit reinspielt, welche Rolle es dabei einnimmt und wie wir beispielsweise mit innovativen Produkten in die Lage versetzt werden, ständig auch bessere Entscheidungen zu treffen. Wie all das funktioniert, das werden wir gleich sehen, aber ich glaube, voran stellt ihr euch wahrscheinlich die Frage, warum eigentlich PLC Next Factory? Und das hat nicht vorrangig damit zu tun, dass die Steuerung, die ich hier auch in der Hand halte, an diesem Standort produziert wird. Das ist der Fall, ja. Aber für uns geht es vielmehr um das Mindset, was mit diesem Ökosystem auch durch die Tür kommt. Und das lebt von Offenheit, von Kollaboration und auch von Modularität. Und all diese Elemente versuchen wir hier in unserem täglichen Handeln zu integrieren. Und wie das funktioniert und wie wir das genau machen, das werden wir jetzt auf dem Rundgang sehen. Dafür starten wir einmal rein hier in die Elektronikproduktion am Standort, wo ein wesentlicher Teil unseres Automatisierungsportfolios, genauso wie Safety- und Security-Geräte produziert werden und eben auch die Steuerung. Und im ersten Schritt gehen wir jetzt hier in den Managementbereich und in diesem Bereich startet für die Produktionsteams auch der Tag, deswegen passt das sehr gut. Wir sehen es schon, es ist ein sehr offener Bereich, der für alle zugänglich ist. Und was wir hier tun, ist zum einen, man sieht es auf der linken Seite, das Thema Shopfloor-Management, wo wir in einer täglichen Routine gemeinsam mit den Produktionsteams definierte Kennzahlen durchgehen, um schnell Abweichungen zu erkennen und auch zu adressieren. Auf der anderen Seite sehen wir rechts von mir das Wertstrommanagement, wo die Produktionsteams täglich an ihren eigenen Prozessen arbeiten und sie weiterentwickeln und optimieren und das eben auch tracken. Das Ganze findet statt im Kontext der Lean Production, wie sie es nennen. Und das ist für uns die Basis, der Kern der Methodik. Und darauf setzt dann am Ende das Thema Digitalisierung quasi wie ein Motor und ein Turbolader, den wir anflanschen, auf. Und so verstehen wir auch das Thema Digitalisierung. Das ist nicht Mittel zum Zweck, sondern es funktioniert nur im Zusammenspiel mit einer sehr effizienten Lean Production als Basis. Und dann können wir damit neue Potenziale heben und bessere Entscheidungen treffen. Und wie genau das funktioniert, dazu bitte ich jetzt den Olaf und den Niklas zu mir, die das einmal genauer erklären werden. Lean Production basiert für uns auf zwei Säulen. Die erste Säule sind die kontinuierlichen Verbesserungsprozesse in den Produktionsteams. Das heißt, die sind tief in den Teams verankert und an denen die Teams selber arbeiten. Das Prinzip beinhaltet für uns drei spezielle Methoden. Wir nutzen Tanzkarten, die sind bei uns nichts anderes als Arbeitsplatzkarten. Sie wandern von einem Prozess zum nächsten und jeder Mitarbeiter gibt diese mit Informationen zu den Arbeitsgängen und Zykluszeiten weiter. Mit diesen fertigen Tanzkarten am Ende der Produktfertigungslinie gehen wir in die weitere Lean-Workshops. Die zweite Methode ist das Training within Industries. Dort haben wir Standards für bestimmte Prozesse definiert und ein ganz typisches Beispiel sind RUST-Standards, um einen ganz RUST-Standards festzulegen, die wir möglichst schnell von einem Produkt zum nächsten wechseln. Die letzte Methode ist unser Cutter-Coaching. Beim Cutter-Coaching treffen wir uns in regelmäßigen Routinen und analysieren Probleme immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Genau. Und die zweite Säule von Lean Production ist quasi das Thema Reorganisation. Die versucht dann eben, diese ganzen Verbesserungsprozesse einzurahmen und ergebniswirksam zu machen. Reorganisation basiert für uns auf vier Prinzipien. Das erste Prinzip ist Kollaboration. Das heißt, wenn wir ein Problem analysieren, lassen wir Hierarchien und Strukturen bewusst außen vor, um eben wirklich 100% des Problems abzudecken. Das zweite Prinzip ist Agilität oder agiles Arbeiten. Das heißt eben, dass wenn wir ein Projekt haben, das ganz etwas lange dauert, dass wir dann immer wieder versuchen, in kurzen Intervallen Zwischenpräsentationen zu halten, um eben zum einen Feedback zu generieren und das Feedback direkt in das Ergebnis mit einzuarbeiten, aber zum anderen auch sicherzustellen, dass Stakeholder oder Kunden wirklich 100% mit dem Ergebnis zufrieden sind. Das dritte Prinzip ist das Aufbrechen von Prozessmustern. Manchmal sind eben diese ganzen kleinen Potenziale nicht mehr zu heben, erschöpft und dann benötigt es einen neuen Blick von außen, um vielleicht nochmal komplett zu gucken, wie kann ich dieses Thema neu aufstellen. Und das passiert bei uns im Rahmen von 10x-Projekten. Das letzte Prinzip ist das Verringern der Komplexität unserer Prozesse, weil eigentlich sind
fast alle unsere Prozesse relativ komplex und wir versuchen eben mit spezifischen Methoden diese Komplexität herauszunehmen. Ein Beispiel dafür steht direkt vor uns auf dem Tisch. Das ist eben ein Lego-Layout von unserer Fertigung und Lego eignet sich dazu sehr gut, weil es eben die ganzen technischen Hürden bewusst außen vor lässt. Man kann sich fokussieren auf das Layout selber und somit ist das Ergebnis wirklich auch gut greifbar und jeder kann damit arbeiten direkt. Genau, und mit diesen beiden Säulen erzielen wir super Ergebnisse im Thema Lean Production. Ja, und da kann man es schon ganz gut erkennen. Es geht im Wesentlichen oftmals darum, ständig die eigenen Prozesse zu hinterfragen und sie weiter zu optimieren und nicht auf dem Status quo zu verbleiben. Und um das tun zu können, braucht es im Wesentlichen eins: Daten. Und da kommt das Thema Digitalisierung eben auch wieder ins Spiel. Wie kommen wir jetzt an diese Daten ran? Zum einen helfen uns dabei die ungefähr 230 Arbeitsplätze, sowohl manuell als auch automatisiert, um diese Daten zu generieren. Aber dabei stellt sich immer wieder eine große Herausforderung. Und zwar, es geht eben nicht immer nur um neue Maschinen, sondern wir haben auch viele Bestandsmaschinen, wo wir genau das auch erreichen müssen. Aber wie schafft man es nun bei einer jahrelangen alten Standalone-Maschine, trotzdem mit möglichst geringem Aufwand an diese Daten ranzukommen, um sie in unser Datennetz zu integrieren? Und dazu sind wir hier an einer Stempellötanlage als Beispiel. Und Daniel wird uns jetzt genauer erklären, wie wir das versuchen zu lösen. Gerne. Ja, bereits am Anfang im Managementbereich wurde ersichtlich, wie wichtig digitale Daten in unserem täglichen Arbeiten sind. Wir benutzen sie jeden Tag, um besser handeln und entscheiden zu können. Ja, und diese digitalen Daten, die stammen zum Großteil aus rechnergestützten Arbeitsplätzen oder Maschinen. Das sind dann Anlagen, die direkt im Produktionsnetz integriert sind und bereits wichtige Informationen zu ihrem Prozess liefern. Was machen wir nun aber mit älteren Maschinen, die nur Stand-Alone laufen, die nicht im Produktionsnetz integriert sind? So wie hier zum Beispiel die Selektivlötanlage. Die läuft nur Stand-Alone, ist über 15 Jahre alt, ist nicht im Produktionsnetz und für sowas mussten wir uns was ausdenken, eine Lösung. Die Lösung heißt hier in dem Fall unsere PLC Next IoT Box. Hier an der Anlage haben wir sie hier oben platziert. So, und wie lösen wir das nun mit Hilfe der IoT Box? Wir haben einmal über unsere komplette Produktion geschaut und bei den ganzen verschiedenen Anlagen und Arbeitsplätzen einen gemeinsamen Nenner gesucht. Und den haben wir gefunden. Das ist nämlich die Energieeinspeisung. Und genau das machen wir uns hier zunutze. Das heißt, wir stecken die Box zwischen die Spannungseinspeisung der Selektivlöteanlage dazwischen und erfassen den Energiebedarf der Anlage. Darüber hinaus benutzt ein Machine Learning Prozess, diese erfassten Daten, um daraus verschiedene Maschinenstatusse abzuleiten. Das sind zum Beispiel Produktion, Störung, Stillstand oder ein Rüstvorgang. Ja, und diese Methode, die wir hier benutzen, die nennt man auch minimalinvasiver Eingriff. Das heißt, mit kleinstmöglichen Aufwand an die digitalen Daten zu kommen. Das heißt auch, dass wir hier in dem Fall durch das einfache Zwischenstecken nicht das CE-Zeichen verletzen und die Implementierung sehr einfach gestalten. In der Box selber ist eine PLC Next-Steuerung integriert mithilfe eines Energieerfassungsmoduls und zusätzlichen IOs. Auf der Steuerung selber ist eine spezielle PLC Next-App installiert, das IoT-Framework. Und das sorgt dafür, dass die erfassten Daten, die Energiedaten, die IO-Daten in einem beliebigen System, zum Beispiel einer Cloud, landen. Zusätzlich können eben noch diese digitalen oder analogen IOs mit eingebettet werden von der Maschine, um noch qualitativ hochwertige Ergebnisse in der Analyse zu erzielen. Circa 3-5% sind dabei ausreichend, um den Prozess um der Maschine, um den Arbeitsplatz umfassend zu beschreiben. Ja, und die Kombination aus den Boxen mit den rechnergestützten Systemen, die wir hier im Produktionsbereich haben, erreichen wir aufgeteilt auf ca. 230 Arbeitsplätze ein Datenvolumen von 270 Terabyte. Ja, eigentlich eine sehr spannende Lösung und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie wenig Daten am Ende eigentlich schon ausreichen, um qualitativ hochwertige Aussagen daraus ableiten zu können. 2-3% in der Regel.
Jetzt haben wir also die Daten und im nächsten Schritt kommt wieder das PLC Next Ökosystem zum Tragen, was eben sehr modular aufgebaut ist. Es ist also vollkommen egal, wo wir die Daten hinspeichern, wie wir sie dann weiter verdichten und auswerten und wie am Ende auch eine Visualisierung dafür aussieht. Das ist alles offen und modular lösbar, macht einen wesentlichen Bestandteil aus. Der nächste Schritt ist jetzt, wie wir eigentlich basierend auf diesen Daten am Ende bessere Entscheidungen treffen können, denn die Frage ist ja noch offen. Und da kommt eine weitere Methodik zum Tragen, nämlich das Thema Psychologie in der Produktion. Denn alleine die Daten und eine schöne Visualisierung reichen dort nicht aus, um wirklich besser entscheiden zu können, sondern es braucht eine Unterstützung in den Prozessen. Und deswegen sind wir jetzt hier in der SMT-Produktion und Andreas wird uns erklären, was das Thema Psychologie in der Produktion eigentlich genau bedeutet. Ja, hallo. Ich möchte Ihnen die Psychologie in unserer Produktion etwas näher bringen. Speziell mit dem Thema Nudging haben wir uns dort beschäftigt. Nudging sagt vielleicht dem einen oder anderen noch nichts. Ich versuche es mal ganz kurz anhand eines Beispiels zu erklären. Nudging ist erstmal übersetzt das Stupsen auf etwas bzw. das Anleiten. Und wir kennen vielleicht alle auch das Beispiel vom Flughafen. Sie suchen Ihr Gate zum Abfliegen und sehen, mein Gate ist die Farbe gelb. Und schon sind Sie im Nudging mittendrin, Sie brauchen nur noch der gelben Linie folgen und Sie erreichen Ihr Ziel. Wie haben wir das bei uns in der Produktion umgesetzt? Das eine, was wir gemacht haben, ist, wir haben diese schwarz-gelben Anfahrecken installiert. Die leiten unsere Mitarbeiter dazu an, die nachfolgenden Rüstungstische genau an diesen Stellen auch abzustellen. Hier haben wir auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen, der Platz ist immer frei, sodass unsere Mitarbeiter auch die Wagen dort abstellen können. Und das andere ist, es sieht immer ordentlich aus. Das zweite Thema, was wir gemacht haben, ist eine Eigenkreation. Dieses kleine 3D-Druckteil haben wir bei unserer Tochterfirma in Blomberg, bei Protic, drucken lassen. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, was machen die damit? Ganz einfach. Wir markieren mit diesem kleinen Teil unsere Feeder, die sogenannten Dauerverbrauchsteile drauf haben. Warum ist das jetzt ein Anleiten unserer Mitarbeiter? Damit genau diese Teile nicht abgerüstet und wieder aufgerüstet werden, sondern sie werden einfach mit dem Feeder und dem Bauteil dort hinten an einer speziellen Stelle gelagert. So können wir immer wieder auf die Teile zugreifen. Das waren so zwei Punkte aus unserer Psychologie in unserer Produktion. Und ich gebe zurück zu Sascha. Dankeschön. Ein sehr gutes Beispiel aus meiner Sicht, weil es eben auch die Größe verdeutlicht. Das ist der Punkt. Es braucht oft nicht die Rieseninvestitionen, um tatsächlich besser zu werden in den eigenen Arbeitsabläufen. Und es braucht in vielen Fällen auch nicht die Engineering-Abteilung, die solche Optimierungen umsetzt, sondern die Mitarbeiter können das selber tun und wissen über ihre Prozesse am Ende auch am besten selbst Bescheid. Und das ist für uns ein gutes Beispiel von Lean Production kombiniert mit agilen Methoden. Denn es geht ja nicht darum, alles in einem großen Schritt zu entwickeln. Und dafür sind die Probleme auch oftmals zu komplex. Sondern die vielen kleinen Schritte, die dafür aber schnell umsetzbar sind, die sind entscheidend. Und diese Methodik nennen wir Idea to Cash, wo es eben darum geht, schnell Optimierungen umzusetzen. Und für ein weiteres Beispiel in diesem Kontext gehen wir jetzt in den Bereich des Nutzentrends. Dort haben wir nämlich das Ganze verzahnt mit IoT-Equipment. Und was dann passiert und welchen Nutzen wir daraus am Ende ziehen können, das wird uns jetzt Sven erklären. Hallo, willkommen in unserem Nutzentrennbereich. Hier zu meiner Rechten sehen Sie unsere Nutzenfräse, die die Leiterplatten vereinzeln und dann hier auf das Transportband legt. Zu Anfang scheint Ihr Mitarbeiter 8 Stunden am Tag und hat die Leiterplatten vom Band genommen und die Kisten einsortiert. Wir haben gedacht, das können wir besser machen. Darum haben wir uns einen kameragesteuerten Cobot angeschafft. Die Kamera signalisiert dem Cobot, wo die Platte liegt. Der Cobot fährt dorthin, greift sie ab, sortiert sie ein. Zusätzlich hatten wir Probleme aufgrund der Vielfalt von den verschiedenen Leiterplatten, die wir hier haben, dass wir schauen mussten, extern immer irgendwelche Greifersysteme zu bestellen, um die Platten aufs Transportband legen zu können. Haben wir gedacht, das können wir besser, weil wir eine Lieferzeit von circa 6 Wochen jeweils hatten. Daraufhin haben wir dann uns Leiterplatten oder Greifersysteme haben wir bei der Firma Protic angefragt, die auch zu uns gehören, in Blomberg sitzen die. Die produzieren uns mittlerweile unsere Greifersysteme. Wir haben eine Lieferzeit von maximal 5 Tagen und sparen dadurch nochmal zusätzlich ca. 20.000 Euro im Jahr ein.
Das war's von meiner Seite. Vielen Dank. Ja, ein weiteres gutes Beispiel an der Schnittstelle zwischen Lean Production und Digitalisierung. Und genau da wollen wir jetzt auch nochmal ansetzen und die Frage beantworten, wie funktioniert denn jetzt die Digitalisierungsstrategie, die dem Ganzen zugrunde liegt? Und um das etwas transparenter zu machen, sind wir jetzt hier in der Gerätemontage und Thomas wird uns anhand einer modularen Gerätemontagelinie erklären, wie das Ganze in Hardware funktioniert, damit wir dann verstehen, wie es auch in Software funktionieren kann. Ja, genau, Sascha, das werde ich wohl gerne machen. Ja, im Hintergrund sehen Sie unsere Fertigungsautomatisierung für unsere Inline-Module. Am ersten Arbeitsplatz werden bedrahtete Komponenten auf unsere SMD-Leiterplatten halbautomatisch bestückt. Nach diesem Bestückungsprozess werden die Leiterplatten in einen Rahmen eingelegt. Dieser Rahmen fährt dann mit den Leiterplatten durch unsere Lötmaschine, wo die bedrahteten Anschlussbeinchen vollautomatisch verlötet werden. Nach dem Lötprozess werden dann die Leiterplatten an einem Endmontageplatz in ein Gehäuse entmontiert. Diese entmontierten Geräte werden dann in einen intelligenten Werkzeugträger eingesetzt. Dieser Werkzeugträger fährt dann mit den Geräten durch einen Laserautomaten. In diesem Laserautomaten werden die produktspezifischen Daten beschriftet. Nach diesem Beschriftungsprozess läuft dann der Werkzeugträger mit dem beschrifteten Gerät in eine automatische Prüfzelle. Diese Geräte werden dann von drei Ebenen kontaktiert und der Funktionstest wird zu 100% durchgeführt. Ist das Gerät zu 100% endgetestet und der Test ist gut, werden die Geräte verpackt und werden danach zum Lager nach Blomberg transportiert. Ja, die Produktivität und die Maschinenlaufzeit haben wir mit dieser Anlage nachhaltig verbessert. Die Flexibilität der Anlage ist extrem hoch und die Steuerung haben wir ausschließlich mit unseren Föhnskontaktgeräten realisiert. Ja, das soll es gewesen sein. Vielen Dank. Ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Modularität in der Gerätemontage funktioniert. Und mit dem Wissen im Hinterkopf bringen wir jetzt die Überleitung, wie das Ganze denn in unserer IT-Infrastruktur funktioniert. Und das wird Stefan jetzt erklären. Danke. Hohe Modularität auf dem Shopfloor erfordert eine Microservice-Architektur, die uns bei der Entwicklung von Methoden zur Datenauswertung unterstützt. Daten auswerten, speichern und visualisieren erfolgt in redundanten, voneinander unabhängigen Systemen. Wir verwenden unter anderem MQTT zum Datentransfer von den PLC Nextboxen und anderen Maschinen, um sie dann in Programmiersprachen unabhängigen Methoden und Algorithmen auswerten zu können. Die Programme laufen dann in separaten Docker-Containern, um auch immer updatefähig in den einzelnen Services zu sein. Als Klammer um diese Microservice-Architektur haben wir eine 3D-Visualisierung des Shopfloors angelegt. Hier fließen alle Informationen aggregiert zusammen. Außerdem können detaillierte Informationen dort abgerufen werden, wo sie benötigt werden. Alle Informationen, zum Beispiel zum Shopfloor-Management, Produktionsplänen oder Handlungsinformationen an Arbeitsplätzen, können direkt über das 3D-Modell gefunden werden. Danke, Stefan. Und damit schließt sich dann auch der Kreis zwischen Lean Production, also dem Motor auf der einen Seite, als effiziente Basis, und dem Thema Digitalisierung auf der anderen Seite. Praktisch der Turbolader obendrauf. Und ich hoffe, wir konnten einige Anregungen geben, wie das Ganze bei uns in der Fabrik zusammenspielt und wie wir am Ende damit dann tatsächlich bessere Entscheidungen treffen können. Wenn Sie etwas genauer in einzelne Use Cases reingucken wollen, dann gibt es dazu die Möglichkeit über separate Videos zu den Use Cases. Die finden Sie direkt im Kontext dieser Tour. Und damit sind wir auch am Ende der Tour angekommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir Sie hier vor Ort in der PLC Next Factory begrüßen können. Und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke.